Hallo zusammen, in diesem Video geht es um die Fahrkartenkontrolle und dabei klären wir die Fragen, was wir bei einer Fahrkartenkontrolle alles beachten sollten, was der Schaffner eigentlich darf und welche Rechte man hat. Zunächst einmal, wenn eure Fahrkarte kontrolliert wird, ist es ja nichts Schlimmes. Ihr habt ja eine Fahrkarte, hoffe ich zumindest, oder alternativ eine Bahncard 100, die ihr dann einfach dem Fahrkartenkontrolleur oder Zugbegleiter oder wie auch immer ihr diese Person nennen wollt, vorzeigt. Je nach Fahrkarte kann es außerdem zusätzlich notwendig sein, dass ihr außerdem noch eure Bahncard oder ein passendes Ausweisdokument bei personalisierten Tickets vorzeigt, damit die Fahrkarte gültig ist. Falls ihr in einem anderen Zug sitzt als geplant und ihr einen Sparpreis besitzt, wäre es außerdem praktisch, direkt eine schriftliche Bestätigung über einen verpassten Anschlusszug mit der Fahrkarte auszuhändigen. Das erleichtert dem Zugbegleiter die Arbeit und euch einige unnötige Fragen. Wie bereits erwähnt, gibt es einige Tickets, die personalisiert sind und demnach ein Ausweisdokument benötigen. Und da stellt sich dann manchen Leuten die Frage, muss man denn seinen Personalausweis dem Zugbegleiter vorzeigen, wenn dieser einen dazu auffordert? Und die Antwort darauf ist nein. Allerdings sind diese Tickets eben nur in Kombination mit einem Ausweisdokument gültig. Das muss jetzt nicht unbedingt der Personalausweis sein, es kann auch ein anderes offizielles Dokument sein, wo ihr mit einem Bild und eurem Namen zu sehen seid. Und wenn ihr kein anderes Ausweisdokument als euren Personalausweis dabei habt, diesen aber nicht vorzeigen wollt, dann kann es natürlich auch sein, dass ihr dann als Schwarzfahrer geltet. Dementsprechend kann dann der Zugbegleiter Polizei hinzuziehen und diese kann dann wiederum eure Personalien aufnehmen. Insofern macht euch und dem Zugbegleiter das Leben auch nicht unbedingt unnötig schwer. Wenn ihr jetzt tatsächlich vermeintlich ohne gültigen Fahrausweis unterwegs seid, kann euch der Zugbegleiter dann zu einem Ausstieg zwingen? Ja, das kann er tatsächlich, denn die Bahn besitzt das Hausrecht in den Zügen und an den Bahnhöfen und insofern ist sie dazu berechtigt, euch von der Dienstleistung oder allgemein des Platzes zu verweisen und eben auch aus dem Zug gegebenenfalls unter körperlichem Einsatz herauswerfen. Das Ganze muss logischerweise verhältnismäßig sein. Sie kann euch also nicht einfach herausprügeln, aber euch bestimmt herausführen. Übrigens dürft ihr auch dann noch kontrolliert werden, wenn ihr bereits auf dem Weg zum Ausstieg des Zuges seid, beziehungsweise auch schon auf dem Bahnsteig steht. Bei manchen Bahnsteigen ist es sogar der Fall, dass man dorthin nur mit einem gültigen Fahrausweis darf. Das ist insbesondere bei S- oder U-Bahn in Großstädten der Fall. Und auch ansonsten, wenn ihr gerade aus dem Zug ausgestiegen seid, ist eine Fahrkartenkontrolle immer noch möglich. Im Normalfall gilt der Grundsatz, dass man in einen Zug nur mit gültigem Fahrausweis einsteigen kann. Es gibt hierbei jedoch einige Ausnahmen. So ist bis zum 31.12.2021 in den Fernverkehrszügen der Fahrkartenkauf auch noch beim Zugbegleiter möglich. Dieser verlangt dann allerdings einen Bordpreis und dieser beträgt 17 Euro im Vergleich zum dort gültigen Flexpreis. Bei Fernverkehrszügen ist der Flexpreis in der Regel eh relativ teuer. Insofern ist es da definitiv empfehlenswert, sich vorher über entsprechende Tickets zu informieren und auch vorher das Ticket zu buchen. Außerdem gibt es auf einigen Strecken Regionalverkehrszüge, die noch Fahrkartenautomaten im Zug haben, da nicht an jeder Station entlang der Strecke ein entsprechender Fahrkartenautomat steht. Hier ist der Einstieg auch ohne gültiges Ticket möglich, ihr müsst euch dann allerdings direkt zum Ticketautomaten im Zug aufmachen. Apropos, was mache ich überhaupt, wenn ein Fahrkartenautomat nicht funktioniert? Da gibt es dann eine einmalige Automatennummer, die steht bei den meisten Fahrkartenautomaten oben rechts und die könnt ihr euch dann notieren und die entsprechende Servicenummer sowie Datum und Uhrzeit aufschreiben, damit ihr bei einer Kontrolle sagen könnt, dass der entsprechende Automat defekt war. Außerdem solltet ihr euch proaktiv auf den Schaffner zubewegen und nicht erst warten, bis ihr nach einem Ticket gefragt werdet. Ein Schaffner muss übrigens nicht unbedingt Dienstkleidung tragen, er kann auch in Zivil ankommen. Gerade in städtischen Bereichen ist es sogar gang und gäbe, damit man nicht direkt sieht, dass Kontrolleure unterwegs sind. Wenn ihr eigentlich im Besitz einer Fahrkarte seid, zum Beispiel eine Zeitkarte besitzt, diese aber nicht dabei habt, dann ist es in der Regel auch möglich, dass ihr die Fahrkarte nachreichen könnt. Hierbei wird jedoch oft eine Bearbeitungsgebühr, meist so 7 Euro, fällig, die ihr dafür dann bezahlen müsst. In seltenen Fällen kann es jedoch auch dazu kommen, dass ihr eigentlich ein gültiges Ticket besitzt und auch dabei habt, dieses vom Schaffner jedoch fälschlicherweise nicht anerkannt wird. Falls ihr der Meinung seid, dass das bei euch der Fall ist, könnt ihr Einspruch erheben,
Beachten solltet ihr hierbei jedoch die Einspruchsfrist gegen ein erhöhtes Beförderungsentgelt, welches gegen Schwarzfahrer erhoben wird. Die Angaben, die ihr benötigt, um Einspruch zu erheben, findet ihr dann auf dem entsprechenden Beleg. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Wir sehen uns dann in einem anderen Video. Bis dahin, auf Wiedersehen!